willkommen bei Dimas Movie Blog und als erstes mal eine Frage an deutsche Filmverleiher. Freunde, wenn ihr einen englischen Film habt, der einen englischen Titel hat, wie zum Beispiel Deadfall, warum bekommt er auf Deutsch einen anderen englischen Titel, wie zum Beispiel Cold Blood? Könnt ihr mir das bitte verraten? Es macht keinen Sinn. Aber wenigstens habt ihr einen schönen deutschen Untertitel weggelassen, was ihr sonst gerne mal macht, wie zum Beispiel Cold Blood, tödliche Weihnachten oder Cold Blood, ich glaub, mich knutscht ein Serienkiller. Aber gut, kommen wir zu dem Film. Olivia Wilde, das ist die Geile von Dr. House, die ist mit ihrem Bruder unterwegs. Die beiden haben wohl irgendwie Geld geklaut irgendwo. Naja, sie müssen sich trennen, aus welchen Gründen auch immer. Woraufhin sie erstmal einen Typen trifft und dann auch natürlich sofort ihm ihre Brüste zeigt und dann irgendwie darauf besteht, dass er so tut, als sei er ihr Bruder. Völlig normales Verhalten also, finde ich persönlich super. Das Problem ist, dass in diesem Film weiterhin eigentlich so ziemlich gar nichts passiert. Er ist gähnend langweilig, er hat zumindest ein paar freche Sprüche gegen Frauen, die allerdings auch relativ einseitig und langweilig sind. Aber gut, in der zweiten Hälfte wird er einen kleinen Tick besser. Eric Banner spielt diesen verrückten Serienkiller, der irgendwie alles niedermäht, was ihm entgegenkommt. Scheißegal, ob es Polizisten sind oder Zivilisten oder was weiß ich. Und sie ist halt die verrückte Schwester, die eigentlich in ihren Bruder verliebt ist, aber dann doch in den Typen, der sie mitgenommen hat, von dem sie denkt, dass er ihr Bruder ist. Ach egal, es ist völlig unwichtig. Dieser Film ist absolut durchschnittlich und kriegt von mir gerade noch so mit gutem Willen 5 Punkte. Und bitte guckt ihn euch nicht auf Deutsch an, denn er hat eine furchtbare Synchro, die schlechter ist als jeder billige Porno.